So, ein wunderschön und herzlich willkommen zurück zu Clicker Hero. Mittlerweile Folge 39. Ja. Erstmal gucken, wo wir sind. Wir sind gut weit. Auch wenn ich gerade gar nicht weiß, wo die ganzen Guilds und der Autoklicker hin ist. Habe ich die entfernt? Ja. Nee. Ach nee, da war ja was. Stimmt. Wir können halt direkt, nachdem wir jetzt letzte Ascension auf Wood umsteigen konnten, können wir diese Ascension direkt auf Tsuchi umsteigen. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich meine, seriously? Digga, ja, also normalerweise, ne, normalerweise, ich meine, vorige Folge konnten wir uns direkt den hier kaufen und jetzt direkt den nächsten schon. Das heißt, nächste Folge können wir uns direkt Skugu kaufen. Naja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Nein, ich jetzt mal nicht. Obwohl, wer weiß. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich sag's mal so. Das ist schon ein bisschen krank, oder? Also jetzt nur ein bisschen, aber immerhin krank. Was ist hier eigentlich los? Oh, upsala, wir haben gestern gar keine Quests. Oh mein Gott. Wir haben gestern gar keine Quests gestartet. Wollt ihr mich verarschen? Ach, Heuminischen. Oh, 4 Stunden. Das gehen wir mal den oberen. Hm, oh, naja, gut. Immerhin garantiert ein Rubin. Also optimal. Ja. Danke dafür. Das bringt gerade so viel. Also, ich meine. Bei Rubin haben wir sowieso gerade keine Mangelerscheinung. Ach, alles hier so traurig. Ich mache einfach trotzdem überall. Einfach der guten Zeiten willen mache ich einfach trotzdem überall Rubine. Easy. So, was ist hier? Level of Ratschniat Nazniat Incidents of Robots. Ja, Superklicks. Apropos Superklicks. Ich habe gelesen. Und gelesen. Und gelesen. Also, eigentlich habe ich eher mich gewundert, weil, ich spiele mit meiner Tablet-Version sehr aktiv, aber nicht aktiv, sondern idle. Also ich spiele sehr aktiv idle. Aber ich komme viel weiter. Also ich kann jetzt transzenden, wie ich möchte. Ich mache keinen Fortschritt mehr. Und da habe ich mich gestern mal belesen. Ja. Mit einem Besen. Schön wäre es gewesen mit einem Hammer und einem Besen. Ja. Da habe ich mich gestern belesen, tatsächlich im Internet. Wie, was, warum, ob ich da irgendwas falsch mache und habe auch meinen Spielstand aus meiner mobilen Version mal durch den Calculator gejagt. Der ist komplett zufrieden damit. Aber, wie gesagt, darauf denn basierend habe ich gedacht, okay, irgendwo muss ja der Fehler sein, warum ich nicht weiterkomme. Und wie gesagt, dann habe ich mich belesen. Und zwar auf einer gewissen Seite. Da. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Also ich hänge mittlerweile bei 200. Ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Ebene ich gerade bin. Achso, kann man ja hier gleich schnell gucken. Da. Today, nein. Yes, nein. Weg da. Ach scheiße, ich hätte das aufheben können. Ach. Genau, auf Ebene 240k. Und wie gesagt, ja eben, das haut ungefähr hin. Seitdem ich bei 200k bin, mache ich kaum noch Fortschritte. Weil für diese restlichen 40k habe ich mittlerweile gefühlt ewig gebraucht. Also wirklich ewig. Und ja, seit dem 1.10er Update, also das, was wir hier gerade spielen, ist Idle nicht mehr so geil. Also geil zwar schon, aber nur bis zu einem bestimmten Bereich, und zwar 180k. Also der Ebene 180.000. Ich meine, das haben wir im Let's Play noch lange nicht erreicht, aber bei meiner mobilen Version habe ich das schon erreicht und danke dafür. Genau.
Dann habe ich mich doch noch ein bisschen so überlegenderweise überlegt. Ja, ich glaube mal mit der mobilen Version. Ich will aber auch nicht auf aktiv umsteigen, weil dann muss ich das Gerät die ganze Zeit anhaben. Darauf habe ich halt keinen Bock. Ne? Mein Handy soll halt ein Handy sein. Und da gehe ich halt einmal am Tag ran, um zu gucken, ob ich WhatsApp-Nachrichten habe. Und das war's. Aber wir können hier zur Not. Hatten wir sowieso vor, auf Hybrid umzusteigen. Und ich bin mittlerweile am Überlegen, ob wir nicht doch einfach wieder zu aktiv rüber wechseln. Also komplett, also nicht mal Hybrid, sondern wirklich komplett einfach direkt auf aktiv umsteigen. Ich meine, bei der Essential läuft es verdammt gut. Da bin ich ultra geil drauf. Was? Nein, bin ich. Also bin ich sehr froh drüber. So. Ne, wir haben derzeit eine ne, von jeweils mindestens 1 E5, also ordentlich. Gut, jetzt haben wir immer noch nicht unsere alte, ne, unser alter Wert von der alten Transaction war ja 1,28. Das heißt, es kann jetzt sein, dass jetzt alleine schon die nächste Ascension dann schon nicht mehr so geil wird. Weil die müsste dann ja bis 1,30 gehen. Quatsch. Ne, also müsste bis 1,31 gehen. Ja, mal gucken, ob das passt. Auf jeden Fall werden wir es tatsächlich so machen, dass ich in der nächsten Transaction, also wenn wir wieder hier komplett paar Ancient Souls haben, mache ich keine normale Transaction, sondern ich respecke, gebe hier oben nichts mehr aus, sondern setze das alles hier unten mit auf, weiß nicht, na also verteile das hier unten mit und werde dafür, ja wie gesagt, ne, also der hier nicht mehr. Dadurch werden einige Hero Souls frei, Entschuldigung, Ancient Souls frei. Und dann werden wir, wie gesagt, zu einem aktiven Build wechseln. Das finde ich geil so. Finde ich sehr geil. Wieder richtig schön mit Jaggernaut Combo Farm. Das wird ein Spaß. Gut, das heißt, jetzt derzeit, wie gesagt, also jetzt bleibe ich erstmal idle, solange wie diese Transaction hier gut läuft, ne, gibt es noch keinen Grund. Aber wir werden dann mal gucken, nächste Transaction, wie weit wir denn dann damit kicken können. Weil aktiv ist halt wesentlich aktiver. Naja, also mit aktiv kannst du halt viel weiter pushen pro Ascension, ne? Vor allem gibt es ja jetzt, ne, weil normalerweise das, was mich halt früher immer abgehalten hat, aktiv zu spielen, ist halt, dass es halt bei passiv gibt es halt diese ganzen geilen Kombis, wie zum Beispiel, dass du halt auch Gold mehr bekommst. Das heißt, normalerweise hast du halt deine beiden, die hier, die immer Gold geben, aber zusätzlich halt noch der hier, der richtig scheiße Gold gibt. Und der fällt dann ja weg. Das heißt, der hier unten fällt zwar auch weg, aber den kriegst du damit ersetzt, dass du dann Baal und also diese beiden Agent hast, die halt den Klickschaden oder den kritischen Klickschaden erhöhen. So. Aber den kriegst du halt nicht so leicht ausgewechselt. Weil es gibt halt keinen Agent, der noch mehr Gold gibt. Nur fürs Klicken. Aber gibt es doch. Und zwar gibt es, haben wir den hier schon? Genau, der hier. Pluto. Der gibt nämlich Gold mehr, also mehr Gold für goldenes Klicken. Ja, wir brauchen dann zwar diesen Skill. Den hier. Aber es gibt ja noch einen anderen Agent, der deren Wirkzeit verlängern kann. Und dann gibt es noch einen Agent, der die Cooldown-Zeit verringern kann. Das heißt, wenn wir seine Wirkzeit verlängern und seine Cooldown-Zeit verringern, und zwar so lange, bis diese beiden die Plätze tauschen, heißt also, bis er länger wirkt, als er Cooldown hat, dann können wir hier einen Autoklicker raufsetzen und das Ding klickt einfach die ganze Zeit. Das heißt, wir haben die ganze Zeit mehr Gold für aktiv. Und wenn wir dann auch noch seine Wirkweise erhöhen, mit halt diesem hier, dann haben wir irgendwann nicht mehr nur 1% Gold von Monstern, sondern eine Billion, Billiard, Million, Billiard, da, la, 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 Prozent Gold. Also viel. Und das ist halt schon geil. Und ich meine, okay, es kommt immer noch nicht an das von Cialadas ran. Heißt das Cialadas? Nee, Libertas, Entschuldigung. Das hier kommt zwar nicht an die Wirkweise von Libertas ran,
Einfach weil Libertas halt hier scheiße geboostert wird und der andere nicht. Aber jetzt muss man auch sagen, er wird zwar geboostet, was geil ist, aber nur mit 6000%. Und diese 6000% ist jetzt keine so große Kluft. Weil spätestens wenn wir mit der Combo spielen, haben wir da nochmal richtig viel mehr Klickschaden. Das heißt, wir haben zwar weniger Gold unterm Strich, wenn wir aktiv spielen, aber pro Gold viel mehr Klick-Damage. Und das ist halt so die Sache, weswegen halt aktiv viel besser ist. Aber du musst halt dabei aktiv spielen. Deswegen kann ich das halt bei meiner Mobilversion nicht benutzen. Weil da kann ich keine Combo aufbauen, also zumindest keine sehr große. Außerdem, damit die Combo bleibt, müssen mein Handy die ganze Zeit eingeschaltet sein, weil sobald der Bildschirm ausgeht, wird auch das Programm pausiert. Ich wechsle also automatisch in den Idle-Modus und dies und das und jenes. Und alles ist scheiße und ich will mein Bier. Ja. Und deswegen werden wir hier aber trotzdem auf aktiv umwechseln, weil ne, dem Browser, den minimiere ich sowieso immer die ganze Zeit einfach im Hintergrund und dann ist halt im Hintergrund easy. Das wird geil. Und wenn ich halt doch ab und zu mal die Combo verliere, weil ich sage, okay, nee, ich mache jetzt irgendwas, wo ich keinen Browser haben möchte im Hintergrund, dann ist es halt so. Dann wird es immer noch besser. Weil eine Combo wieder aufzubauen geht halt relativ schnell. Wir haben ja Autoklicker. Von daher wäre das halt geil. So, lange Rede, so ziemlich gar keinen Sinn. Wir machen jetzt auf jeden Fall eine Ascension. Kommen wir noch viel weiter? Ja, doch. Okay, wir machen noch keine Ascension. Langweilig, machen wir. So, mit dem würden wir jetzt. Doch, 1,49. Also kein so hoher Anstieg, aber immerhin ein bisschen Anstieg. Yay, Cash, Money, Money. Oh, zehnfach Gold. Holy shit. So. Oh, wenn wir hier noch so ein Ding. Oh. Oh. Oh, habe ich gar nicht gekauft gehabt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Na gut, wir können jetzt sicher doch noch ein bisschen laufen. Ha. Mal gucken, ob wir auf, naja, also auf 1E27 kommen wir auf jeden Fall nicht, das können wir vergessen, aber wir kommen zumindest auf 2E26. Mal gucken, wie viel bräuchten wir denn, um genau das 100.000-fache zu haben? Okay, 7E26 erreichen wir wahrscheinlich nicht. Das bezweifle ich ja noch ein bisschen. So, der braucht Level 2000, das schaffen wir auch nicht. Schade eigentlich. Müssen wir mal gucken, kann man eigentlich ungefähr so hochrechnen, wie viel Gold wir nächstes Mal bekommen? Ne, weil die Gold nicht drin steht. Scheiße. Das ist ja Mist. Das ist ja richtig scheiße. Ey, Digga, wer macht denn so einen Dreck? Da ist doch voll Kacke. Ja, was wir mal machen könnten, ist, ich könnte mal ganz kurz speichern und einfach mal testhalber hier ein paar aktive kaufen und dann mal gucken, ob wir damit hier ein bisschen weiter kicken können. Okay, mache ich mal. Ich mache mal kurz was. Ich speichere. Tue ich viel zu selten. Aber wobei in letzter Zeit doch sogar relativ häufig. Also in letzter Zeit geht es sogar. So, jetzt. Engine. Brop. Summon. Zuallererst, ja genau. Zuallererst, ja genau. Dann machen wir hiermit direkt hin. Ja, ich weiß noch, ne, auf einmal fällt alles weg, weil wir haben halt keine Kraft. Aber, wir sind ja noch lange nicht fertig. Golden Klicks brauche ich gerade nicht. Der hier, der zerfickt. Und dann habe ich, ach okay, Pluto. Und, der war gerade da. Da. Bumm. Und jetzt, meine Damen und Herren. Wird zerfickt. Und ich meine nicht nur so irgendein Lapidar-Fick, sondern richtig zerfickt. Ha? So, wir machen den einfach mal auf 1E100, 1E10. Bam. Das sollte jetzt ungefähr genauso sein wie die anderen. Auf, okay, 4E10, aber das wird jetzt garantiert zu teuer. So, dann machen wir den noch auf 1E10. Bam.
Und schon sieht man, aha, die Zahl sinkt. Und das, obwohl unsere Kombo noch am Anfang ist. Also, ne? Nicht zu vernachlässigen. Und dann müssen wir ja auch immer noch hier unseren den hier leveln. Der ist ja noch gar nicht gelevelt. Das heißt, den kriegen wir mindestens auf 1E8. Weil der ist genauso teuer wie er. Das heißt, wenn er auf 3E8 ist, kriegen wir den anderen auf mindestens 1E8. Also, 1E8. Und schon verficken wir komplett. Ha, noch Fragen? Holla die Waldfee. Oder verwechseln jetzt schon auf hier auf aktiv. Wäre zwar eine Verschwendung, weil wir haben jetzt hier noch massig Angel Souls drin, die wir woanders jetzt verteilen könnten. Und die können wir jetzt noch nicht umverteilen, weil umverteilen können wir nur nach einer Transcension. Also die hier wieder freigeben können wir erst nach einer Transcension. Und wir haben ja derzeit 0, das heißt, wenn wir irgendwas neu verteilen wollen, dann müssen wir erstmal welche freigeben. Und das geht gerade nicht. Aber ich glaube, wir wechseln in der nächsten Transcension definitiv auf aktiv. Ich meine, wir haben jetzt immer noch ein unfaires Build, weil, halt, falsche Seite, ne? Unsere passiven Dinger sind halt auf 4E10 und unsere aktiven gerade mal auf 1E10. Wurde jetzt da. Das heißt, wenn wir ihn auf 4E10 und ihn auf 4E10 hieven, haben wir nochmal den 16-fachen Schaden. Plus denn ihn nochmal nein. Auf 3E8 hätten wir den 24-fachen Schaden. Also, ich meine, wir haben jetzt sowieso schon Insta-Kill. Und die Kombo ist noch am Aufbauen. Und wir haben den 24. Bonus durch die Ancients. Also, wer da noch Fragen hat, der sollte sich mal fragen, warum er fragt. Ist halt so. Das wird richtig krank zerficken. Ah, das wird richtig schön. Ah, das wird geschmeidig. Ich bin halt immer am Überlegen, ob wir jetzt schon direkt auf aktiv wechseln. Ah, beginn ja. La la la, la la la, la la la. Die Sache ist mit diesem goldenen Klick, weil das ist ja halt ein Siegesfaktor. Aber den kriegen wir noch nicht so weit, dass seine Wirkzeit höher ist als die Cooldown-Zeit, oder? Ich guck mal ganz kurz. Nein, das ist die Wirkung. Wo ist denn? Wo ist der denn, denn? Hallo? Hallo? Da. Den kriegen wir auf mindestens 60. So, jetzt haben wir 3 Minuten. Genau. 3 Minuten. Dann die Cooldown-Time. Wo ist der für die Cooldown-Time? Nein. Nein, 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 nein. Hä? Habe ich hier noch gar nicht gekauft? Nein. Genau, der hier. Bam. Der ist auch noch wichtig. Ganz unten. Na ja, klar. So, den kriegen wir auch auf 60. So. Ja, siehst du, noch ist das nämlich wesentlich höher. Wir haben 3 Minuten Wirkzeit, naja, 2,5 Minuten Wirkzeit, also 150 Sekunden sind ja 2,5 Minuten, aber immer noch 24 Minuten Dingsda-Bumsda. Also Cooldown-Time. Das heißt, noch ist das eher nicht für dauerhaft geeignet. Halt, also das müsste ich halt manuell ab und zu mal auslösen. Ich meine, ich können wir trotzdem schon machen, aber ja. Mache ich das oder nicht? Okay, wisst ihr was? Wir haben ja jetzt noch ein relativ sauberes Ergebnis. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr, ne, auch wieder 1E5, 1E5. Ich mache mal jetzt einfach mal eine Ascension lang. Ich sende jetzt einfach mal. Bam.
mach hier einen kompletten Respec. Und Quatsch, unten. Bam. Und jetzt sag ich mal bitte, wir gehen jetzt mal auf aktiv und gucken, ob wir jetzt auch immer noch mindestens 1E5 an Heroes Holz bekommen. Also 1E5 mehr als davor. Wenn ja, dann ist es damit beschlossene Sache. Dann haben wir dann wird hier gefickt, bis der Arzt kommt. So. Einfach mal ein bisschen einkaufen hier. Ich könnte mittlerweile auch einfach alle kaufen und gucken, welche ich denn davon hochskille, aber ganz ehrlich, nee. Ich habe die Liste hier gerne clean und ist halt schöner. Ja, Lucky Strike können wir auch noch hochziehen. Warum nicht? Müssen wir eigentlich mittlerweile fast alle haben, oder? Holen wir uns noch Babos? Der hat halt kaum Effekt, ne? Ne, lassen wir. Ja, komm, du auch wieder. Superklick. Idle. Ne, also nicht Idle, aber hier. Sachen, die wir nicht brauchen. Clickstorm. Nee. Haben wir jetzt echt alles? Ach komm, halt die Fresse jetzt hier mit dir. Sieht so aus, als wenn wir soweit alles hätten. Kommt immer wieder der gleiche Scheiß. Warte mal kurz, mal kurz übergucken. Wir müssten 3, 4 Click Damage haben. 1, 2 und dann noch diese komischen 3, genau, die haben wir. Und dann müssten wir hier 3, 4 Gold haben. 1, 2, genau, halt also die wichtigsten haben wir alle. Und dann noch das, was so allgemein noch ist, also hier Admin und Kumawakamaru haben wir auch. Ja, da sollten wir eigentlich alle soweit haben. Alle wichtigen. Okay, dann können wir jetzt so hochleveln. Ich speichere mal vorher. Ne, falls wir uns verklicken, einfach um sicher zu sein, dass wir uns nicht verklicken. So, das heißt, wir bekommen die hier auf mindestens 1E12. Oh, damit ich erstmal ein bisschen, ne, damit ich hier nicht so viel klicken muss. Das ist ja, das sind mir mittlerweile Ausmaße an. Das ist ja schlimm, ist das. Ja, ich habe gerade den Wert kopiert. Hä? Hab ich irgendwas vergessen? Oh ja, den hier habe ich vergessen. So, danke. Und dann noch unsere Goldies. Die kommen auch auf jeweils 1E12 erstmal. Das sind nämlich die 6 Preiswerten. Und jetzt kommen die etwas teureren. Also der etwas teurere, der hier. Jetzt weiß ich nicht, das ist E2,5. Das heißt, ich mache erstmal auf 1E10. Und hoffe, dass ich mich damit nicht auf die Fresse packe. Oh doch, das war schon ganz schön teuer. Aber relativ gut getroffen. Relativ gut getroffen. Von daher bin ich zufrieden. So, und jetzt kommen die ganzen ganz teuren. Und auf welches Level wir die hieven, weiß ich noch nicht so genau. Ich mach mal erstmal manuell. So, E10, 20, 9, 12, 15, 18, 21 und 24 kriege ich auch noch. Alles darüber wird arschteuer. Das heißt, ich mache erstmal alle auf 80. Das heißt, 79 Level dazu. Mann, 79. Du Huso-Sohn. Okay. Okay. Oh, das wird ein Spaß, Alter. Wieder richtig aktiv spielen wie in guten alten Zeiten. Wir hätten nie passiv spielen dürfen. Ich meine, passiv spielen ist zwar schön und gut, ne, weil man dann hier das Gefühl hat, man kann was ändern im Leben. Das klingt auch wie so eine richtige Weisheit. Ich dachte, ich kann etwas ändern in meinem Leben. Aber die Vergangenheit holt einen immer ein. Meine Bestimmung. Ja. Wo war ich jetzt? Genau, die habe ich alle. Jetzt kommt der nächste hier oben. Oder die nächsten. So. Ja, was wollte ich gerade sagen? Ach, ich habe auch keine Ahnung.
Ich habe doch auch keine Ahnung, was ich will. Ja, ich sehe hier gerade mal weniger als ein Monsterverse Boss live. Gut, den können wir natürlich auch nachher dann skillen tatsächlich. Also bei der nächsten Transcension jetzt. 50% Effektivität pro Level. Naja, da können wir durchaus so viel Level reinbuttern. Das ist ja nicht so teuer. Das sind dann gerade mal 10 Ancient Souls. Dafür aber dreifache Effektivität. Wie viel das jetzt bringt, ich habe keine Ahnung. Sieht man das hier? Achso, Boss Health ist 9 Monster. Das heißt, wenn wir davon 3 abziehen, sind es nur noch 6. Also nur noch die 2 Drittel der ursprünglichen Stärke. Ne, wenn wir 3 von 9 abziehen, ist ein Drittel abgezogen, also bleiben 2 Drittel übrig. So ist meine im Kopf-Gehirn-Prozessberechnung und so. Oh, und jetzt der allerwichtigste von allen. Boom, 80. Na, jetzt haben wir aber verfickt. So. La la la. Primary Chance. Sehr schön. Hier können wir sogar noch ein paar Level kaufen. Ich traue es mir nur gerade nicht. Ach komm. Ach komm. Erstmal gucken, was der Kalkulator zu unserem aktuellen Stand sagt. Garantiert macht der hier Admin bis Level 90 oder sowas. Obwohl wir es uns gar nicht leisten können. Aber das ist ja dem Kalkulator egal. Von das Witzige ist, also siehst du mal gucken, ob das überhaupt funktioniert, dass er automatisch jetzt auf aktiv umstellt. Ja, weil die Kalkulator, die merken nämlich, die gucken, was für Engine du hast. Und wenn du zum Beispiel Juggernaut im Team hast, dann stellt er halt automatisch direkt auf Hybrid um. Und wenn er zusätzlich merkt, okay, du hast Juggernaut drinne, dafür fehlen aber Cielatas und Libertas, die beide sind nicht mehr da, dann geht er sogar automatisch auf aktiv, weil er daraus halt ermitteln kann, okay, der Typ spielt sowieso aktiv. Sonst hätte er Cielatas und Libertas im Team. Finde ich ganz geil. So, was will man uns hier ans Ohr quatschen? Digga, 6E12, bist du krank? Stimmt, ich habe die erstmal nur auf 1E10 noch hochgezogen. Auf 1E12, ich habe da noch gar nicht nachgebessert. Hupsili. Ja gut, das habe ich jetzt total vergessen. Gut, was sagt er? Okay, ich ziehe mal alle auf 6E12. Oder 7E12. Genau, ich ziehe alle auf 7E12, das heißt, die hier haben dann etwas weniger, die oben. Dafür haben wir unteren etwas mehr und insgesamt sind dann alle auf 7. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Ich mag halt glatte Zahlen, sorry. Ja. Ich meine, man muss ja nicht immer hier alles machen, was der Herr von einem verlangt. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist aber schon ganz schön teuer, Alter. Dass der Kalkulator immer so leichtsinnig Hero Souls ausgibt. Ich verstehe das nicht. 7, ne? Ja. 7 war das. So, hier oben habe ich 7. Sehr schön. Und jetzt noch bei den unteren, bei den Goldies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Upsala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das war jetzt natürlich ein bisschen egal. So. Wo können wir noch was ausgeben? Eigentlich bei unserem, bei. Ah ne, bei dem hat der heute relativ gut getroffen gehabt. Genau. Juggernaut. Ach, leck mich am Arsch. Ja, alles andere passt relativ gut. Ja, wir hätten Atem tatsächlich auf 80 lassen sollen. Ja, kann ja mal passieren. Egal, wir haben ihn ja jetzt auf 82, damit bin ich ganz zufrieden. Und alles andere ist auch relativ gut. Dann würde ich mal sagen, können wir es eigentlich so lassen. Und dann, ich lasse ihn jetzt auf 1 E10, ganz ehrlich. Ich meine, nochmal auf 2 hieven, das würden 1,8 E5 kosten. Obwohl, das würde ihn von der Stärke verdoppeln, hier aber gerade mal ein Drittel kosten. Gekauft, einfach gekauft, because I can. So, okay. Dann würde ich mal sagen, Action. Bum, 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 bum. Einen brauchen wir noch, später dann zum Hochleveln hier, zum automatischen Hochleveln. So, bitte mal eins, bitte 100, danke, ne, danke.
So, dann, Alter, ich vergesse immer den Vollbildmodus zu gehen. Wie spielst du wieder im Fenstermodus? Das gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller, du Hurensohn. Hast du nicht unsere Prospekte gelesen? Hä? Sonst wüsstest du das. So, ach so, hier, genau, die ganzen Guilds müssen wir ja noch alle verteilen. So, dann machen wir das auch mal ganz schnell. Wir hieven mal alles auf Tschutschi. Dann machen wir mal 10 auf Witwet. Okay, jetzt waren es 11, egal. Und dann ein auf Frostleaf. Vielleicht sogar 2. Oder ich mach 10, 10. So. Oh. So. Perfekt. So, jetzt haben wir ihn auch schon mit 10, ne, beglückt, quasi. Und der letzte Autoklicker kommt jetzt hier rauf. Yay, Hardcore! Bin ich ja mal gespannt. Komm, einfach mal auch schon mal auslösen. Da können wir hier gleich mal richtig Level einkaufen. Easy, wie viel bringst du gerade? Siehst du, jetzt hat er schon 21% mehr Gold. Also, ne? Wenn wir den noch ein bisschen leveln, später irgendwann mal wird er einfach der Motherfucker der Generation. Ich meine, ich kann ja mal ganz kurz reingucken in die Audio, in die Video, wie weit bis jetzt bei Sialadas war. So ein Wunder. Einfach mal die Presse halten, ja gut, 3E13. Was? Ach so, stimmt, ja klar. Okay. Ja, ich weiß, ist nicht vergleichbar. Scheiße, da war was. Eben, den haben wir ja noch auf 2E10. Während wir unseren ja schon auf auf 1E12 haben. Aber trotzdem. Ich meine, wenn wir jetzt hochrechnen würden, ich meine, der ist bei 1E10 auf ungefähr 3E13. Das heißt, pro Level, also pro Stelle hier, kriegt er 1,3 Stellen hier. Das heißt, bei 12, da wäre er hier ungefähr auf E15. Aber wohlgemerkt E15 mit dem Idle-Bonus, weil der zählt ja hier schon rein. Der wird ja hier bereits berechnet. Das heißt, der bringt wirklich gar nicht so viel mehr. Lol. Na gut, ist halt so. Ja, sehr schön. Okay, dann würde ich mal sagen, die Aufnahme ist mittlerweile lang genug. Dann können wir jetzt eigentlich. Oh, was ist denn hier wieder los? Er ist doch schon fertig. Immer diese 4-Minuten-Terrine hier, was ist denn los? So, dann würde ich mal sagen. Also, ich glaube mal, wir schaffen es mindestens bis 1E27 oder was ich gesagt hatte. Doch, 1,27, ne? Nee, halt. 1,31. 1,31. Ja, wir haben minus irgendwas. Geil. Genau, bis 1,31 sollten wir es mindestens schaffen. Also davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Weil, wie gesagt, aktiv ist halt viel, ne, aktiv pusht halt viel mehr als passiv. Von daher. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal echt gespannt, wie weit wir kommen. Ach, Scheiße. Ah, vergessen. Ich nehme dich wieder raus. Wenn wir jetzt aktiv spielen, oh mein Gott, wir werden alles zerstören. Dann können wir auch wieder die ganzen Aktivboni hier verwenden. Also so wie Kritschaden erhöhen und überhaupt und alles. Alter, wir werden es jetzt alle zerlegen. Wir werden jetzt gerade komplett einfach alles zerstören. Hier, solche Sachen meine ich, ne? Diesen kritischen Klick-Multiplier. Oh mein Gott. Okay, das war's, du schöne Welt. Ja. So, hier habe ich jetzt alle. Genau. Es kommen noch die Viecher ganz oben. Und dann haben wir alle. Gut, Zit bringt immer noch nichts, weil Zit ist halt so komplett useless. Ich meine, Zit bringt halt nur am Anfang was, wenn man halt keine anderen Klickschaden-Multiplier hat. Aber mittlerweile wird ja unser Klickschaden komplett über den DPS bestimmt.
Von daher. Alter Schwede. Oh mein Gott, jetzt haben wir so unendlich viel mehr an allem. Einfach. Und das Schöne ist, egal wie geil unser Wert ist, er steigt einfach immer weiter durch die Klickkombo. Also das ist ein bisschen geil. Das ist ein bisschen geil. Das ist schon geil. Ist schon geil. Ey, 777, scheiße. War gerade auf 7,777. 6,666 wäre zwar vielleicht noch ein bisschen besser gewesen. Aber egal. Dort sind die Toils. Jo. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für die Folge. Wir sind wieder im Game. Und ich frage mich, wie sehr wir wieder im Game sind. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Wenn wir dann gucken, wie weit wir hinter 1E31 sind mit den Ancient Souls, Heroes Souls. Das wird ein Spaß. Okay, gut. In dem Sinne würde ich aber sagen, schauen wir es vor und dann sehen wir uns dann irgendwann mal wieder. Also für euch in der Viertelstunde, weil ne, kommt eine Viertelstunde raus. Das heißt, wenn ihr mit der Folge fertig seid, ist die nächste Folge bereits draußen. Aber ist ja auch egal. Bis dann. Tschüss.